Die ganze Zeit Jodele! Wie hat der eben nochmal angefangen? Solo, Holo, meine Freunde, wir kommen hier bei Homo. Wir müssen jetzt das Rennen hier Europa 2 nachholen, weil Maurice zu Bert im Kopf ist. Aber wir machen es nicht. Die Videos richtig nachzuholen. Machen wir das jetzt, oder? Keine Ahnung, jetzt, nein, ja. Jetzt? Jetzt, so. Na, was sind wir hinter uns? Ja, stimmt. Okay. Jetzt haben wir hinter uns. Zwei. Himokulus. Das ist jetzt voll die Aufgabe. Expecto Patronen. Ja, jetzt red ich dich raus, du Spasti. Das ist jetzt auch so schlimm, ey. Ja, wenn ich jetzt, Stefan, ich muss ganz ehrlich, wenn dir das passt, du bist so dumm, du kannst gar nichts, ne? Was kannst du eigentlich? Das kannst du eigentlich. Lass mir nicht ansagen. Guck, sonst wärst du nicht hier gewesen, Marco. Guck! Oh, scheiße, Start auch übel verkackt. Hey. So, habt ihr eigentlich Bock auf das Spiel? Ja, warum soll ich Bock darauf haben? Das ist voll scheiße, ich meine. Deswegen spielst du ja gerade, wenn ich keinen Bock drauf habe. But don't forget about the golden rule. It's not gay. Muss noch voll reinkommen. It's in the freeway. It's not gay. Was spielen wir denn über für Modus? Ein ganz normales Rennen. Achso. Ist ja langweilig. Am besten nicht tanken. Oh, ich bin voll reingefahren. Jetzt kann ich quasi gar nichts mehr sehen. Ich gehe das nicht reparieren, ich gehe beim nächsten Mal. Rebel ist 100% Schwanz in die Scheide. Finden die da auch, ne? Kennt ihr das nicht? Scheiße. 100% Schwanz in die Scheide. Klar. Oh. So. Fick dich doch einfach. Dieses Spiel, kurz vor diesem Ding. Macht aber nichts mit der neuen ProSieben. Pro 7 kannst du Marco trotzdem in den Arsch schicken. Jupp, das kannst du sogar ohne diese App. Ding! Na, Marco? Fick dich einfach, Marco. Hä, hey, was ist jetzt vor mir? Ich? Nee, Marco. Nee. Nein! Aha, du bist doch noch nicht geboten. Nee, ich wollte eigentlich die Harry Potter Musik halt machen. Ich hätte in die Box reinfahren sollen. Ich fahr rein. Das gibt's nicht. Hä, mach ich damit meinen eigenen Wagen kaputt? Womit? Mit dem komischen. Ne? Ich dachte mit der Musik. Echt cool! Echt? Ist ja geil! Oh, Kimi Räikkönen. Jetzt Kobayashi, der Drecksreisfresser. Und Reisdrinktrinker. Aber wie wär's nochmal? Hier, als was geht Niki Lauda an Karneval? Kein Ohrhasen. Maurice gestern so: Ey Marco, ja? Als was geht Niki Lauda an Karneval? Kein Plan. Als kein Ohrhasen. Nein! Mann! Ich bin schon wieder nicht reingefahren, ich bin echt spastisch. Ja, das ist nicht genau. Charles Pick überholt, erster. Oh, ich werde dieses Rennen so verkacken. Ja, das erste muss jetzt wieder eingespielt werden hier. Hm. Hä? War ich nicht gerade nur erster? Ja, jetzt? Maurice hat sich gespawnt. Ich hab gebaut. Das ist nicht so cool, hat sich gedacht. Ja. Komm, jetzt gib mir die Rakete, der Beamer. Welcher Hurensohn ist das rote? Wow, das war ich. Und das gelbe natürlich gegen Wand, Tarn gegen mich, Alter. Wie soll es anders sein? Anders wäre es ja auch fair, muss man dazu sagen. Du musst in die Boxen gassen, Marco. Ich auch. Du hast gut. Ja, schön oben fahren, hier rechts. Und dann kann ich schön. Das kann ich so nicht. Hä, wie hast du jetzt einen Perk bekommen? Okay. Also, geil bin. Ja. Das bin mir bisher gerade nicht geil. Ja, kann man jetzt drüber reden? Nee, jetzt seh. Ja, klar, ja. Boah, ich bin sogar ein Anter. Michael Schumacher ist sogar vor mir, jetzt ist alles zu Ende. Boah, haben wir. Ah, das bin ich. Nicht ein Anter, Maurice. Ja, blaues. Ich bin Fünfter, genau hinter Marco. Wer Marco verpisst dich doch einfach, ich hasse das. Weil egal was der macht, es trifft irgendwie immer mich. Siebter. Dritter. Fünfter. Immer noch so. Boah, ich hasse Regen, ne? Mhm. Boah, das ist ein gelbes. Ich hasse es. Flashing Lights.
Alter, oh nein, zwei gelbe, ja, okay, komm, das kommt nicht gut. Komm, komm, das gibt, das komm, gibt kein, das komm. Gibt kein. Ja! Ja! Juhu! Juhu! Wenn eines gelbes. Nein! Nein! Es ist so klar! Es ist so verdammt klar! Ich hab noch ein paar für dich, Marco. Oh mein. Es gibt ja, gewinnt, komm! Ja! Ey, das ist so dumm, dieses Spiel! Das ergibt einfach keinen Sinn! Mein eigenes Ding ist halt 3 Jahre dim, dim, dim. Einfach dieser dreckige, verdammte Uhr und so von hinten. So, Maurice, Alter, bei der Revolution, Maurice ist mal oben. Ja. Also, ja. Das ist auch nee. Deswegen, das gelöscht hast, weil du doof bist. Gib dir eine Dosis. Alter, Leute. Was ist das Heft? Das Heft? Hallo? Das Heft. Du hast gegessen, Alter. Du hast einfach gegessen. Der Mann! So, in Großbritannien. Boah, ist das ein Mistgeburt. Das war ein Inder, normal. Ein paar Stangen dabei. Der grün-graue Stangenpullover. Ich bin Sechster. Kimi Räikkönen ist vor mir. Mensch. Michael Schumacher war das vor mir. Ich habe ihn mit Bravour überholt. Ich bin Erster, Junge. Das wird bestimmt so bleiben. Einmal ein rotes Ding, bist du direkt wieder Zwölfter. Boah, Junge, da sind aber viele einfach alle auf einem Fleck. Ja, ich bin auch ehrlich mit dem vorbeigefahren. Einfach. Ach, Mann. Regen. Fläschchen. Regenpause. Boah, das Regen ist so dumm. Regenpause! Das wurde uns abgeschafft. Wurde abgeschafft, ja. Weil die fetten Kinder mal rausgehen sollen. Nee, in diesem Brief steht einfach drin dann, ja, sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind angemessene Kleidung dabei hat. Das ist, wenn, hey, wenn wir an wenn es denn die ganze Zeit warm ist, aber fängt dann zu regnen, dann können wir nichts dafür, sondern Eltern uns so eine fette Regenjacke mitgeben. Kann ja anfangen zu regnen. Weißt du, es ist so. Als ob meine Mutter mir eine Regenjacke gibt. Also, ey, wer ist das? Als ob ich eine Regenjacke anziehe. Naja. Regenjacke. Ist das für Cedric Schmitz? Junge, ne? Alter! Ne, warte, das sag ich gleich. Ey. Letzter oder vorletzter hier. Ich würde euer Herz erwärmen. Erwärmen. Allein der guten so Videos, glaube ich, wieder. Er hat auf jeden Fall mal. Hi, Cedric. Was machst du gerade? Wahrscheinlich bestimmt wieder Flugzeuge landen sehen, ne? Ich komme mal immer mit. Wollte ich gerade sagen, dass du der Boeing 737 landen sehen. Voll ein Tag am Flughafen Köln-Bonn. So ein Spaß. Nein. Kurve falsch genommen. Ja, gut. Das Rot hat mich nicht getroffen. Lächeln. Light. Ich muss, oh in die, Gott, muss ganz oh schön in die Box. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 2. Ich muss ganz dringend in die Verdammt. Box. Jetzt kann ich in die Box fahren, super. Gut, dass ich das Rot noch bekommen habe. Übrigens, du konntest da letztens nicht mehr lenken, ne? Wie nicht mehr lenken? Nee. Weißt du? Ja. Das ist mir mit Alison auch passiert. Da war ich einfach so sehr am Arsch, da konnte ich auch nicht mehr lenken. Ja? Das ist total dumm. Ist du kannst ja da nicht in die Box. Du kannst ja, du kannst nichts machen. Die hätten vielleicht machen können, dass man dann schlechter lenken kann oder so, aber ich finde... Oh, da ging gar nichts natürlich. Mehr. Natürlich! Das ist so süß alles. Das ist einfach so süß. Da kommt aber direkt eins hinterher, Marco. Ja. Verdammt. Oh, schon mal Glück. Ach, warte, nein. Das ist so geil! Ich verstehe das nicht! Mann! Nö. Wow, jetzt kriege ich eine Regenwolke. Wer ist denn Erster? Mach, okay. Na, ich kann. Jetzt kriegst du Regen plus Regenwolke. Das ist auch schön. Ich fange die Box einfach. Dann wirst du noch schön für die Blocks. Für die Blocks. Vor die Box diese blauen Dinger legen und ja schön reinfahren. TKKG. Die Freunde sind wir. TKKG. Ne, die Profis sind wir. TKKG. Hat das nie geguckt. Die Profis sind wir. Das sind einfach Missgeburten, die nichts mit dem Leben zu tun haben. Da hat den Film geguckt. Ich nicht. Der war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Aber mhm. Die. Ey, ihr müsst mal TKKG-Kassetten anmachen, dann pennen, Junge. Das ist so krass. Hat ja der Vater von Fürth das ja erzählt, da haben wir immer so alle ausgelacht, ne? Er meinte jetzt zu mir, Marco, du lachst jetzt zwar, mach das wirklich, mach das mal an und versuch ganz normal zu pennen. Also du einfach gar nicht zuhören, was die labern, einfach versuchen zu pennen, das nebenbei anmachen.
Ich hab so Internet an, so weißt du was, ich mach's einfach mal schon, warum nicht? Halt eben dann, hier Fernseher ausgemacht, bei YouTube, bei Xbox, TKKG an, Headset eben auf lauten neben mich gelegt, ne? Alter, innerhalb von 5 Minuten, ich war am Pennen. Das klappt echt, das ist so geil. Ja, macht mich auch alles kaputt, ist doch kein Problem. Ich glaube nicht, dass ich Erster werde, weil mein Wagen ist einfach so im Anus. Also es könnte sein, aber es wird schwer. Ach, Runde. Deswegen, ja. Mein Wagen ist auch was gemacht. Wie Achter? Hä, wie bin ich denn jetzt Dritter geworden? Ja. Ja. Weißt du? So ein Dreck, ey. Du bist so ein verdammter Marco, verpiss dich. Siebter. Ich war Erster. Achter. Achter. Ach da! Du hast einfach disqualifiziert werden sollen, weil du dir die schöne Folge gelöscht hast, du und so. Also das geht jetzt den ganzen Abend noch so, ne? Nicht nur den Abend, Junge. Ganz eher. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Du hast ein Video gelöscht. Wieso sind eigentlich Wolken außerhalb der Atmosphäre, meine Freunde? Man weiß es nicht. Die Flugzeuge auch. Unrealistisches Spiel. Flash. Boah, geht mir weg. Ja. Oh, das hab ich auch wegen dir, du Nigger. She don't believe in shooting stars, but she believe in shoots and cars. Ja, überfährt mich doch einfach alle. Ich bin ja... Als ob ich hier in Indien eine Kuh kaputt gefahren hätte oder so. Und die fallen alle gegen mich. Also es ist schlimmer als Mord, wenn du in Indien eine Kuh überfährst oder so. Ist echt so. Dann bist du dran, ey. Dann wirst du erhängt, Alter. Erhängt, sag ich dir. Komm, komm, komm. Du wirst, ja. Du wirst mit Stangen beschleudert oder so. Schlimmer. Und danach mit dem Bus überfahren. Wieso machen die sowas? Ganz ehrlich. Weißt du, die in einem öffentlichen Bus, ne, erstmal interessiert es doch keine Sau, weil sie alle geil finden, wahrscheinlich die scheiß Inder. Penetrieren die da mit Stangen so eine Frau? Und davor haben die noch den Freund halt eben von der Frau kaputtgeschlagen, damit er nichts dagegen machen kann. Die anderen sitzen da so cool rum, weißt du? Schlagen die den mit der Frau und so. Und danach wollten die noch mit dem Bus überfahren. Und dann mussten wir in der Schule verlachen. Und dann haben wir voll Ärger bekommen, weil wir gedacht haben. Aber wir haben eigentlich gar nicht deswegen gelacht. Oh, hat zwei auf mich, natürlich! Warum nicht direkt... Nein, ich bin... Oh, mein... jetzt bin ich auch runtergefallen. Dear Lord. Boah, ja! Eigentlich haben wir nur gelacht, weil wir so gedacht haben, wie das wohl für einen Busfahrer aussehen muss. Weißt du, dann fährt er so und dann hatten wir jetzt irgendeine Love Train Musik, der vorgestellt hat. Also, und da hinten wird so eine Frau geschlagen mit so Stangen, da fährt er so. Irgendwie fanden wir es dann witzig und dann haben wir aber ein bisschen Ärger bekommen. Aber wir konnten es auch nicht erklären, wieso wir gelacht haben. Ich glaube, das hätte es nicht besser gemacht. Ja, wir haben uns vorgestellt, der hat Love Train, der wird so eine Frau gestängelt. Das ist krass, diese gelben, ne? Die sind schlimmer als die roten, weil du, das ist so wie so ein Psycho-Film, weißt du? Du weißt ganz genau, dass irgendwas passieren wird, aber du weißt nicht wann. Wie dumm, ich kann nicht lenken. Dumm. Nein, kannst du gerade nicht. Ich konnte gerade in der Box nicht lenken. So. Das ist ein bisschen buggy. Buggy, buggy, buggy. It's so funny. In the Batman's world. Regenwolke. Rich Gang. Ah gut, bin ich erster. Rich Gang. Michael Schumacher ist vor mir. Ich werde das Rennen bestimmt gewinnen wie nicht. Der gewinnt den echt gar nicht mehr. Ja, der fährt doch gar nicht mehr. Aber ich glaube, der will wieder anfangen. Irgendwas habe ich gelesen bei NT. Also ja, der kann sich entscheiden. Auf dem Handy. Letztens kam so eine Nachricht irgendwie, der macht jetzt irgendwas mit Pferderennen. Der fickt die Pferde vielleicht. Das ist besser zu nehmen als Formel 1. Ich meine, der ist einfach zu alt, ne? Hat kriegt keinen Vertrag mehr bei einem guten Dings. Kann ja noch bei Mita Schuko oder so mitfahren. Ach, gewinnst du nicht. Ich weiß nicht, Niebuch. Also fährt einfach wieder. Oh, der fährt einfach wieder Motorrad drin und ja. Ha, mich ja schon mal mitgenommen. Verletze dich wieder so ein bisschen. Wo man vom Schumi spricht. Boah, Junge, ist doch nicht mehr wahr. Es rains noch over. Und ich fall noch runter. Ja, Mann. Das
läuft ja wie am Schnürchen hier gerade. Ich bin voll am Arsch, leider. Ich habe gerade irgendwie drei gelbe Dinger oder so getroffen jetzt schon in diesem Rennen. Das ist dein... Ich wette... Eigentlich habe ich dieses fies. Turnier bestimmt voll gut abgeschnitten, wie die davor auch immer. Aber nein, Maurice muss ja die Folge löschen, weil dein kleiner... Junge, sonst warst du auch immer Erster. Ja, ja, deswegen, jetzt bin ich ja nicht mehr Erster. Ja, nicht Erster, das ist natürlich scheiße. Da kannst du wohl einmal... Es bringt nichts mit dir zu diskutieren. Ich glaube, das Prinzip, dass du irgendwie zu doof bist, irgendwie in der Folge da... Ja, mach du das doch alles. Warum soll das denn machen? Ich habe ja kein PC dafür, weißt du? Warum kriegst du jetzt die Wolke? Was soll das? Bist du Erster? Nein, keine Route, ja. Dann deswegen kriegst du die Wolke. War eigentlich gar nicht so schwer, diese Frage zu beantworten. Ich bin aber zu langsam, ich glaube, ich kann es nicht mehr gewinnen. Also ich finde nicht mehr gut, ich glaube, ich werde gleich verkacken. Hätte ich in die Box fahren müssen. Ja, ich auch, aber ich bin außerdem wieder vorbeigefahren, weil ich zu viel Speed drauf hatte und das dann nicht mehr... Ich sehe auch ein Ziel, also ich glaube... So, nein, 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 natürlich! Ist das geil. Hä? Wer kommt denn noch? Och, da kommen ja noch drei. Ja? Ja? Nee, Glück gehabt. Ein gangener Anruf. Von Umut. Die Vögel. Tauben. Diese Tauben, Alter. Es sind keine Tauben. Das sind, ja, keine... Herr, du? Das sind Tauben. Mensch, das ist Aragorn, ne? Ja. Der Drache. Das ist deine Mutter. Deine Oma. Das kann es mal. Sieht aus wie so ein Pokéball, der so halb gefüllt ist. Pokéball? Pokéball? Pokéball. Ja, ein blauer. Aber doch, es gibt ja auch blaue. Balaue. Balu. Der kann nicht mehr. Belgien. Bisschen French Boys überfahren. Wir reden da eher Französisch in Belgien. Oder so. Windschattenboost. Yeah. Kann sein, dass mein Handy gleich klingelt, da muss ich dann ganz kurz rangehen. Mhm. Wer will ihn anrufen? Umut. Umut Özkin? Özkin, ja. Umut Özkin, das war voll der Name. Wer ist das, mit wem ich dessen Shisha-Ball Skyline war? Soll ich mal sagen? Das hört sich an, Alter. Umut Özkin, also Umut, Okan, Bar... Na, muss ich kurz rangehen. Warte, ich kann weiter... Mach auf Stimme, ich kann weiter... Ja? Hallo? Was auf Stumm? Wir waren die ganze Zeit stumm. Alter. Na, das Rennen verkacke ich jetzt zwar, aber es ist auch egal. Warum bist du Erster? Was soll das? Keine Ahnung. Ist doch schon wieder los. Safety Car. Wow. Wow. Hast du das gemacht? Ja. Danke, Luis. Bitte. Ja, jetzt noch zwei. Jetzt kann ich ja ganz kurz fahren. Ich will noch gewinnen. Hallo. Ich kann das noch gewinnen, ne? Hm? Ach, sorry, ich mache mal automatisch auf Stunden. Mensch, da. Warum trifft mich ein rotes, Alter? Ich bin letzter. Bestimmt einmal so ganz rum. Mhm. Mein Glück. Ich glaube, ich hätte gerade so einen Josh überholt. Josh. Josh Merit. Ah ja, wie nämlich Skyline war. Umut, Okan. Warum bist du eigentlich behindert, Maurice? Umut, ich hab gerade auf meins geachtet. Umut, auf meinem Blaues. Umut, Okan, Barish, Eamon, Süleyman und Papo. Die übelsten Namen als Süleyman. Ja, war ich auch. Bei der Schule, wo, also auf der Ex-Schule von meiner Schwester, sag ich mal, Ex-Schule. Da war auch ein Süleyman. Ja, das ist der. Ja, ist er auf. Der dicke Türke. Ja, auf vier, wie heißt das? Kennen nicht, bei uns. Nee, nicht da. Ich meine nicht bei euch, sondern wo die hier. Dings gemacht hat, Abi und so. Fach-Abi gemacht. Das kann der aber auch sein, ja.
Ja, wie, der, wenn er bei euch ist, kann er doch nicht auf der Arbeit. Der ist schon lang weg. Ach so. Der ist jetzt nicht bei uns, deswegen kann es sein, dass der das bei deiner Schwester ist. Ich wollte schon sagen. Warum hab ich eigentlich Regen gemacht? Wer macht denn bitte immer diese Safety Cut? Ich glaube, das ist das meiste, was abfuckt, ganz ehrlich. Ja. Mhm. Und Regen finde ich auch scheiße. Ja. Vor allem, das ist total unnötig. Wenn du selber Regen machst, behinderst du dich ja selber damit. Das bringt dir einfach nicht. Ich weiß nicht, inwiefern das einen Vorteil für dich herausbringen soll, aber du bist sogar noch reingefahren. Ja. Also, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen, Alter? Rambone! Rambone, Alter! Liegestütze, alle! Na. Komm nochmal Regen hier. Du hast ein bisschen hinter mir, weil du mehr reingefahren bist. Regen. Bogen. Heute gibt's Regen. Dauerregen, Sturmregen und teleportieren nochmal. Du müsstest so deswegen Erster werden, ne? Es wäre fast witzig. Ja, okay. Rückschlafen wird nicht. Handy! Wow, ich verliere gar nicht an Plätze. Oh, Umo, das ist so ein Huchen. Das ist der Sechster. Jetzt schreibt er mir, sorry, ich wollte nicht dich anrufen. Ach, das war einer auf Laura oder so. Sorry, wenn ich an dich. Was? Nee, der sagt, das ist nicht so wie Laura. Boah, Junge. Ja, das war meins. Der war meins. Ey, warum treff mich die Roten? Ich bin 12 damals. Was der Scheiß, Alter. Vielleicht, wenn der Erste einen abwirft. Ja, Maurice, wirfst du irgendwo? Nee, ich hab keine. Ja, das, weil du Erste bekommst keine Roten, das ist unnötig. Ich hab schon mal als Erster Rote bekommen. Schon des Öfteren. Das ist so ein Scheiß, ey. Wow, ich werde sogar noch Zehnter. Das ist natürlich auch okay, Hälfter. Marco, soll ich dich auch noch reinlassen? Ja, komm bitte. Komm, wenn du süß bist. Der fährt noch rein, bevor ich drin bin, Docker. Ja, siehst du? Hey. So ein Dreck hier. Ich werde dir noch ein bisschen Hoffnung machen. Ja, das hast du eigentlich nicht gemacht. Was? Hast du eh nicht gemacht. Ich wusste, dass du... Ja, ja. Ja. Metas, Alter. Manometas. Habt ihr etwas? Zeit für mich. Was zu essen? Du hast einen Freund in die... Ist vorbei? Ne, noch eins. Das Pinsel. Oh, Nacko. Ich hab nicht viel Geld. Da können wir gleich hochgehen und... Das ist ein Geldzeichen. Können gleich hochgehen und... Was? Es hat der Dicke wieder Hunger, Alter. Ja. Nur am Essen, der Junge, nur am Essen. Ja. Jetzt mal was über Kohl können. Er steht auf. So, erstmal natürlich einen runterholen. Kann ich verstehen. Nee, morgens nicht, nur abends. So. Ja, manchmal auch morgens. Nee, morgen ich nicht. Hatte. Nee, du nicht? Nee. Der lügt jetzt ein bisschen. Also, ich bin viel zu müde, um morgens irgendwas auf die Reihe zu bekommen. Deswegen ja, so, dann steht er halt eben auf und isst. Frühstück ist natürlich klar, muss sein. Die beste Mahlzeit am Tag. So, dann isst er nochmal. Die wichtigste. Dann isst er meistens so Nudelauflauf. Wann esse ich denn Nudelauflauf? So, wenn dann Nudelauflauf gegessen hat, der dicke Marco, ne? Dann geht er meistens nach draußen, bisschen Tischtennis spielen, was auch den Trampolin mit seiner dicken Daddy. Mit seiner dicken Daddy. Mit seinem dicken Daddy, so weißt du, was ich meine. Hey, ich gehe doch nicht Trampolin springen, so, mit seinem Vater. Und dann, wenn die das getan haben, dann machen die so ein paar lustige Sachen am Trampolin. Das kann mal ein bisschen Fisten sein. Das kann man nicht. Reis gehört. Essen, die essen mal auch ganz oft Reis zusammen, der Familie, muss man sagen. Nee, die Familie ist voll die Fleischfamilie, Alter. Ja, Junge. Alter, ich muss dir was erzählen gestern. Das war, ne? Achso, von gestern. Junge, statt das, wo deine Mutter so serviert hat, Salat, nichts so gegessen hat, also, Fleisch ist immer Weihnachten. Das ist immer Weihnachten. Dann sagen die so, weißt du, dann stellen die da erstmal so Salat und so alles in Kartoffeln und so, ja, könnt ihr da hinten hinstellen, dann kommt Fleisch, Junge, dann hauen die da eine Gabe rein, Junge, das ist einfach. Aber gestern, ne? Ist meine Tante 50 geworden, da waren wir eben auf der Feier, ne? Mhm. Und Chicken Wings? Nee, gab's halt eben einmal so Paella. Parapala. Kennst du das? Paella? So, Paella, oder, ja, so Reis mit Fisch oder so. Ne? Und das und halt eben so ein wie heißt diese Ferkel, die so im Ganzen da drin liegen. Spanferkel? Genau. Und da war der noch so ein Koch, der das dann halt immer ausgeschnitten hat. Läuft. Und dann, so ein Onkel von mir, ne Junge, der war so zu, der war so besoffen, ne? Ja. Und dann hatte der am Ende noch diesen Kopf, da war nur noch dieser Schweinenkopf, da hatte dann die ganze Scheiße da rausgefressen. Oh. Da hab ich so weggelacht. Ja. Mein Cousin hat mir auch die ganze Zeit nur so ein Flimmzeug gegeben. Aber. Guck, ich hab jetzt auch, ich bin Zweiter. Hä, seit wann bin ich denn Zweiter? Hä, hey, wer ist der Spaß? Jan oder so vorne. Bin ich ein Dritter, Jan Erik.
Jean, Eric, Vegan, Baguette, Jean Pascal, Ribéry. Was war's noch? Hä, das war halt logisch. Weißt du, jetzt hinter mir, dass der schießt, da hast du was getroffen. Bitteschön! Und ich kick natürlich keinen. Oh, Gesundheit, Maurice! Ich weiß nicht, Box und ihr. Nicht. Kriegst eine Wolke. Aber doch, doch, schön, das ist ja noch gar nicht das Ziel. Wow. Stark, Marco. Nein, da war so ein rotes Teil, das verpasst leider. Ich nicht. Da waren sogar zwei rote Dinger, die du verpasst hast. Ah, ich habe auch noch eins bekommen, falls es dich tröstet. Falls ihr das den wünschen jetzt. Ey, der Bruder von Heino hat sich aufgehangen. Was? Wirklich so, der Bruder von Heino hat sich aufgehangen. Warum? Das große Augen gehabt? Nee. Irgendwie der hat sich. Nein! Schön, Mann. Ja, erzähl was. Der hatte, irgendwie seine Frau. Das kann doch nicht sein! Seine Frau oder so hatte den irgendwie verlassen oder so, dann hatte der so gesagt, ja, die hat noch Kinder oder so, ja, wenn du nicht wiederkommst, dann hänge ich mich auf und dann kannst du den nicht wieder, dann hat er sich aufgehangen. Weil der hat irgendwie in der Nähe von meiner Oma gewohnt. Deine Oma wohnt genau unter dir. Nicht der Oma, ich habe noch eine andere Oma. Meine Mutter hat auch einen Vater. Das ist direkt hat auch, ja, dass sie tot ist oder so? Nein, kann nicht sein. Alter. Die sterben nicht! Na, uncoole Leute sterben. Mhm. So, danke Maurice, dass wir das jetzt nochmal spielen mussten. Bitteschön! Immer oh, der Hohensohn ist sogar dann noch Zweiter geworden im Endeffekt. Ja. Im Endeffekt auch nur. So, mein Junge. Okay, Marco, kannst wegmachen, ne? So, mein Tschüss, in dem Sinne. Mein Album wird niemals so, in dem Sinne, ne?